Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zum ersten Spiel in der Gruppe C der Tops Match Attacks WM 2017. Willkommen, schön, dass ihr jetzt hier eingeschaltet habt um 17 Uhr. Mainz gegen Hertha BSC heißt es hier, Leute, und endlich ist das T-Shirt passend, ne? Das hatte ich ja schon die Tage angehabt in der Gruppe B. Aber jetzt heißt es hier in der Gruppe C Mainz 05 gegen die Hertha. Mainz 05 gegen die Hertha, und ich hoffe natürlich, dass die Berliner hier gewinnen, weil ich will natürlich, dass die Berliner hier in meiner eigenen Match-Tags WM 2017 so weit wie möglich kommen. Nachher um 19 Uhr gibt es dann noch die zweite Partie in der Gruppe C, Schalke 04 gegen den Sportclub Freiburg. Morgen dann die letzte Gruppe, die Gruppe D, ist dann gerade um 17 Uhr Bremen Wolfsburg. Auch eine sehr spannende Partie, und am meisten auch nicht zu unterschätzen, Gladbach gegen Frankfurt. Jetzt heißt es aber erstmal Hertha gegen Mainz, bzw. Mainz gegen Hertha. Hertha auswärts, zwei Booster in der Stadt. Und let's go, Leute, wir gehen rein in die erste Halbzeit, bzw. Leute, die Hertha-Spieler, die übertreiben heute, ne? Das Feedback unter jedem Match-Tags WM 2017, wie ist das immer heftig von euch. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon mal. Vielen Dank, Leute, für eure Unterstützung, für eure tägliche Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn wir heute hier die 300 Däumchen schaffen, Leute. Die 300 Däumchen, Däumchen, Hashtag PaceArmy. Let's go mit der ersten Halbzeit. Komm. Ich muss den Booster natürlich so öffnen, dass ich die Powerkarte nicht sehe. Und ich hoffe natürlich, dass wir blau-weiße Karten ziehen, ne? Blau-weiß am besten nicht von Schalke, sondern, ach, ist ja auch egal, wenn ich Schalke-Karten ziehe. Hauptsache, wir ziehen hier Hertha-Karten. Das ist die Sache. Yannick Gerhardt. Die 17 Uhr Partie beginnt mit Yannick Gerhardt von Wolfsburg. Emir Spahic. Yusuf Paulsen. Mennel. Adrian Ramos. Manuel Neuer. Pirmin Schwegler. Antonio Schollack. Was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Autogramm! Ich fass es nicht! Leute! Tops! Nein! Ich zieh das Autogramm! Ich zieh das Autogramm, Leute! Ich kann das nicht machen! Ich kann das nicht als Match Attacks WM 2017 Video machen, Leute! Ich kann das nicht als Match Attacks WM 2017 machen! Ich muss das Video so heute hochladen! Leute, ich muss das Video so heute hochladen! Weil es sind ja eh noch keine Tore gefallen. Ich werde die Partie Mainz gegen Hertha nochmal auf jeden Fall aufnehmen. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Ich ziehe... Leute, ich brauche eine Schutzhülle. Ich brauche eine Schutzfolie. Leute, ich kann das nicht als Orakel hochladen. Was sage ich hier? Ich bin ganz durcheinander, Leute. Ich kann das nicht als Matchattacks WM 2017 hochladen. Dieses Video verdient ein eigenes Video, verdient einen Titel, verdient ein eigenes Thumbnail, Leute. Ich kann das nicht, es ist ja eh jetzt hier noch 0-0. Ich kann die Partie jetzt hier einfach neu drehen. Ich hätte niemals daran gedacht, dass ich jetzt hier Müller als Autogramm ziehe. Was ist hier los? Schollack, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Autogramm! Schollack, was? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Autogramm! Ich fass es nicht! Leute! Tops! Nein! Ich zieh das Autogramm! Die gibt's doch nur 200 Mal oder so! Was ist hier bitteschön los? Ich ziehe Müller Autogramm. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Clubkarte von Bochum. Also es würde 0 zu 0 zur Halbzeit stehen, aber ich drehe die Partie nochmal neu, Leute. Ist ja kein Problem. Mainz Hertha. Alter, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Heftig. Heftig. Müller. Gerade ich, ne? Gerade ich war ich mit Müller. Müller ist ja einer meiner Lieblingsfußballer. Ihr kennt den Müller 101 Song. Und jetzt ziehe ich Müller Autogramm. Ich ziehe Müller Autogramm. Was ist hier los? Ich fasse es nicht, Leute. Ich fasse es nicht. Lasst auf jeden Fall jetzt dafür natürlich. Ich habe ja am Anfang gesagt, 300 Likes für das Hertha-Spiel Mainz gegen Hertha in der Matchattacks WM 2017 hier. Aber dieses Video... Nee, ich fasse es nicht. Leute, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht. Leute, ihr merkt, wie ich durcheinander bin, wie verwirrt ich bin, Leute. Alter, ich habe jetzt an alles gerechnet. Ich habe jetzt gedacht, ja, ich ziehe schöne Matchwinner-Karte von Hertha. Zack, führt Hertha. Gewinnt Hertha das erste Spiel in der Matchattacks WM 2017. Und dann ziehe ich hier Müller als Autogramm. Leute, es ist kein Fake. Es ist kein Fake.
Es ist kein verdammt normaler Fake. Ich habe hier in meinen Händen, ich zeige die Karte jetzt hier, hier in der Facecam. Seht ihr das? Ich hoffe, der Greenscreen, das funktioniert einigermaßen mit dem Greenscreen. Holy moly, Leute. Holy moly, wie gesagt, ich weiß nicht, wann ich das Video hochladen werde. Morgen? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann ich dieses Video hochladen werde. Fakt ist, ich wollte gerade die Top Smash Tags WM aufzeichnen. Mainz gegen Hertha und danach natürlich Schalke Freiburg. Es ist zu viel. Ich krieg zu viel. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Leute, ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier einen Deckel drauf. Mainz gegen Hertha werde ich nochmal neu aufnehmen. Ist ja klar, ich muss dieses Video hier beenden, Leute. Ich kann jetzt hier nicht die Matchtags WM 2017 weitermachen, wenn ich Müller Autogramm ziehe. Ich ziehe Müller 101 Autogramm. Ich krieg zu viel. Leute, ich zoome hier nochmal ran. Diese Karte verdient einfach so viel Respekt, Leute. Schaut euch diese heftige Karte an. Und ich ziehe sie hier noch mit Tops. Zertifizierter Sticker da. Zack, zack. Heftig, Leute. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Ihr werdet sehen, wenn das Video online kommt, weil Hertha, das erste Spiel ist am 31.07. um 17 Uhr Mainz gegen Hertha und um 19 Uhr Schalke gegen Freiburg. Ich brauche erstmal ein Sauerstoffzelt, Leute. Das war's hier von mir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dieses Video jetzt so beende. Eigentlich wollte ich nur schön chillig Hertha aufnehmen, Matchtags WM wieder ein paar Spiele aufzeichnen. Danach jetzt hier gleich schneiden am PC und jetzt ziehe ich Müller 101 Autogramm. Heftig, Leute. Heftig. Lasst auf jeden Fall ein Däumchen dafür da. Rastet unten in den Kommentaren aus, ich weiß nicht. Leute, das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Jetzt kommt ihr natürlich noch zu Endcard. Da könnt ihr mich kostenlos abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüssi.